Carla soll Elsie Sportswear ein bisschen mehr Feuer geben. Erotisch, leidenschaftlich und wild. Und vor allen Dingen unkonventionell. Das ist doch der neue Trend. Sag mal, was geht hier eigentlich ab? Warum erzählt sie so einen Mist? Sophie, schwanger von mir. Ist ja wohl ein bisschen krass, hä? Was soll ich sagen? Das ist viel zu viel. Das ist ein altes Familienerbstück. Ich bin mir sicher, dass du es in Ehren halten wirst. Ich verstehe, dass du Schwierigkeiten hast, aber... Aber? Wir kommen da schon durch. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Susanne? Susanne, wo steckst du? Susanne? Ein Model, das Sportswear präsentiert, muss Power rüberbringen, Dynamik, Fitness, Lebenslust ausstrahlen und dennoch Stil und Eleganz haben. Genau das war auch meine Meinung. Und deswegen habe ich mich für dieses Model entschieden. Ich finde, dass sie alle Eigenschaften rüberbringt, die für diese Kampagne erforderlich sind. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Wie soll ich das verstehen? Na, ich habe mich wohl gerade noch nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich sagte, dass ein Model, das Sportswear präsentiert, Dynamik ausstrahlen muss, Power, Fitness und Lebenslust rüberbringen soll und zusätzlich noch Stil und Eleganz haben muss. Ja, das ist genau das, was dieses Mädchen rüberbringt und vermittelt. Also was diese Dame da vermittelt, spricht doch wohl eher die niedersten aller niedrigen Instinkte an. Was haben Sie mit der Frau nicht vor? Was meinen Sie damit? Ja, mir scheint, junger Freund, Sie haben mit Ihrer Fotoserie bestimmt noch andere Absichten. In einem Bahnhofskiosk beispielsweise kämen solche Aufnahmen sicherlich viel besser zur Geltung. Ich finde Ihre Beurteilung mehr als unprofessionell. Von Ihren dümmlichen Bemerkungen unterhalb der Gürtellinie mal ganz zu schweigen. In unserer Branche kann man eben nicht so ohne weiteres mit ein paar dilettantischen Erotikfotos den großen Einstieg schaffen. Was wir brauchen, ist einfach ein Model, das Sportswear mit Power rüberbringt. So sehen Sie die Sache, Sebastian. Aber ich habe vielleicht von unserer Kampagne eine ganz andere Vorstellung. Also gut, junger Freund, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir legen die Fotos dieses Models ganz einfach zu den anderen Aufnahmen. Ihre Mutter wird dann ja sicherlich die richtige Entscheidung treffen. Das ist ein fairer Vorschlag. Man muss dem aufstrebenden Nachwuchs doch immer eine Chance geben. Ja. Hallo, mein Kleiner. Okay, ich werde alles sagen. Ich bin gleich wieder da. Na, hey, Schwesterchen. Sag mal. Was machst du denn für Sachen? Mir geht's schon viel besser. Ich muss nur noch so lange hier bleiben, bis die Ergebnisse der Blutuntersuchung da sind. Dann wirst du schon wieder entlassen? Ehrlich, mir geht's auch schon besser. Es war nur ein bisschen viel mit Arbeit und Studium. Schau mal. Oh, mein Daddy. Danke. Und, hast du Schmerzen? Ja, Bauchschmerzen. Vor Hunger. Na, dann kann ich die ja wieder mitnehmen. Ich würde mich am liebsten auch da reinlegen. Bin hundemüde. Warum? Was ist denn los? Eigentlich wollte ich, dass Papa uns hierher fährt. Ja, und? Er war schon wieder nicht im Büro, als ich dort angerufen habe. Er ist schließlich Bauunternehmer und kein Beamter. Das ist mir durchaus bekannt, mein Kind. Aber trotzdem, heute Morgen hat er gesagt, dass er im Büro sein wird. Das ist doch merkwürdig. Du machst dir zu viel Sorgen. Ehrlich. Na, wenigstens geht's mit dir wieder bergauf. Guten Tag, meine Herren. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich grüße Sie, Frau von Anstetten. Ah. Eine gelungene Auswahl, Sebastian. Es ist mir wie immer eine besondere Ehre, Sie zufriedenzustellen. Mein lieber Sebastian, es ist Ihnen also eine besondere Ehre, mich zufriedenzustellen. Sind Sie sich da so sicher? Mir scheint, Sie glauben, dass ich Linie Clarisse in billigen Kaufhausketten zu Spottpreisen verhökere.
Tja, Frau von Anstetten, es tut mir furchtbar leid, aber die Idee, diese Dame für ihre Kollektion zu verwenden, stammt von ihrem Sohn. Dieses Model passt zu deiner Kampagne wie die Faust aufs Auge. Ein Model, das Sportswear präsentiert, muss Power rüberbringen, Dynamik, Fitness, Lebenslust ausstrahlen und trotzdem Stil und Eleganz haben. Da hast du vollkommen recht. Nur das ist genau das, was ich bei dieser Person, dieser Dame hier vermisse. Ich kann mich Ihrer Meinung nach voll anschließen, Frau von Anstetten. Ich musste Ihren Sohn leider einmal mit der Realität unseres Geschäfts konfrontieren. Was heißt denn Realität unseres Geschäfts? Ihr Geschäft ist doch die reine Anpassung. Sämtliche Kampagnen in der Modebranche, die sehen doch irgendwie alle gleich aus. Ich möchte ganz bewusst neue und ungewöhnliche Wege gehen und innovativ sein. Innovativ, schön und gut. Aber wir haben immer ein bestimmtes Konzept und daran wird sich gehalten. Sonst entsteht nur Chaos. Der Fortschritt entsteht immer nur aus dem Chaos. Vielleicht solltest du dich mal zu einem philosophischen Abend in unser Penthouse zurückziehen, wenn du es so sehr mit der Chaos-Theorie hast. Deine Entdeckung hier kann dir ja dabei Gesellschaft leisten. Vielleicht hat sie ja für andere Dinge mehr Begabung. Entschuldigt mich. Was machst du denn da? Ich bin eine gute Fee und ich lese dir aus der Hand. Na, da bin ich ja gespannt. Aber erzähl mir alles, was du daran liest, meine gute Fee. Ja, ja. Ich sehe und ich spüre, dass du vor irgendwas davonläufst. Irgendwas bedrückt dich. Kannst du wirklich aus der Hand lesen? Natürlich. Doch gesagt, ich bin eine gute Fee. Aus der linken Hand eines Menschen kann man seine Veranlagung ablesen. Aus der rechten das, was er daraus gemacht hat. Habe ich zumindest gehört. Ach so, hast du gehört? Ja. Ah ja, aber du weißt es nicht. Natürlich weiß ich es. Wenn ich deine Hände betrachte, dann weiß ich alles über dich. Du warst sehr lange einsam und traurig, bis es passierte. Bis was passierte? Na, bis wir uns begegnet sind. Warum wirfst du die weg? Wir haben das Verfallsdatum beschritten. Ah? Hab ich gerade gemerkt. So. Ich scheine ja schon sehr alt zu sein, wenn du es plötzlich so eilig hast mit dem Wegwerfen. Und man weiß ja nie, ich will nur verhindern, dass sie noch irgendjemand schluckt. Ach so. Hallo? Wo habt ihr euch denn rumgetrieben? Na, hier scheint sich ja wohl nur einer rumzutreiben. Wir waren bei Susanne. Die liegt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja, aber sie wird bald schon wieder entlassen. Was ist passiert? Sie hat den Kreislaufkollaps. Ich wollte dir Bescheid sagen, aber du warst wieder mal nicht im Büro. Ich war den ganzen Tag im Büro. Wer erzählt denn so einen Unsinn? Deine Sekretärin. Einmal war ich auf einem Termin draußen, dann hast du wohl während dieser Zeit angerufen. Muss ich wohl. Pech für mich. Ja, ich weiß, ich hätte Bescheid sagen sollen, ich habe es vergessen. Ach. Ich fahre später nochmal zu Susanne. Da liegen dann die Ergebnisse der Blutuntersuchung vor. Da komme ich mit. Oh, musst du nicht. Du hast doch so viel um die Ohren. Dann bestell dir schöne Grüße. Ich wünsche gute Besserung. Wenn ich es nicht vergesse. Komm, erzähl. Wie ist es gestern gelaufen bei der Besprechung? Tja, außer dir standen ja noch so ca. 15 andere zur Wahl. Sebastian hat sich da wirklich die größte Mühe gegeben. Meine Mutter war auch von fast allen seiner Vorschläge hellauf begeistert. Ja, und was war mit mir? Naja, deine Fotos fand Clarissa sehr unkonventionell. Und deswegen... Gut oder nicht so gut? Naja, deine positiven Seiten lagen ja dann wirklich auf der Hand. Sozusagen schwarz auf weiß. Dann bin ich also dabei?
Oh, ich kann es gar nicht fassen, wie cool du das durchgezogen hast. Das war doch nicht schwer. Bei dem super Material. Anfangs hatte ich ja so meine Bedenken. Wegen der Posen und so. Aber jetzt weiß ich, dass man einem wirklichen Profi vertrauen kann. Ich bin auch richtig stolz auf dich. Und wann fangen wir an? Du musst mich auch noch den anderen vorstellen. Ich kann es kaum erwarten. Wollen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit nicht erst noch ein bisschen feiern? Vielleicht heute Abend im Joe's? Oh, mir reicht, dass ich da arbeiten muss. Da will ich nicht auch noch meine Freizeit verbringen. Das leuchtet ein. Dann bliebe da noch mein Penthouse. Und du wirst sehen, da bin ich der perfekte Gastgeber. Aus der linken Hand kannst du die Vergangenheit lesen. Aber aus der rechten? Aus der rechten die Zukunft. Hab ich so gehört. Dann heißt das ja wohl, dass du es eigentlich nicht weißt. Natürlich weiß ich's. Ich bin doch der kleine Bruder von Miraculix. Ach so. Dann kannst du uns ja sicherlich auch ein Zaubertränkchen mixen. Kann ich. Aber erst werde ich uns die Zukunft deuten. Da bin ich aber mal gespannt. Ich sehe, dass du eines Tages mit einer großen Liebe den Rest deines Lebens verbringen wirst. Du wirst mit ihm gemeinsam einschlafen und wieder aufstehen. Essen und trinken. Und es kommt dir alles so vor wie ein wunderschöner Traum. Wie ist weiter? Da gibt's nur ein Problem. Gero? Ich verspreche dir, ich werde mit ihm reden, sobald es geht. Und werde ihm die Wahrheit sagen, okay? Und wenn du dann die Schwierigkeiten überwunden hast, dann wirst du mit dem Mann, dem du dein Herz geschenkt hast, glücklich und zufrieden leben. Er wird sich um dich sorgen und es wird dir an nichts fehlen. Ich muss sagen, über Ihren Anruf bin ich etwas überrascht. Sie haben Glück, dass ich gerade in der Nähe war. Ich danke Ihnen auch sehr, Herr Doktor. Es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie so belasten muss. Ich mache mir nur höllische Sorgen um ein paar meiner Schwimmer. Was ist denn mit Ihren Schwimmern? Sie sind für mich der Experte in Sachen Doping und ich bräuchte ein paar Informationen. Also doch Doping im Fitnessstudio, Konrad? Nein. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ja. Wenn ich Ihnen mal einen guten Rat geben darf, junger Mann, seien Sie vorsichtig. Sonst wird der Laden ruckzuck dicht gemacht. Ja, eben. Aber darum geht's jetzt nicht. Worum denn? Denn ist es zum Beispiel möglich, dass die kurze Einnahme von Anabolika bereits negative körperliche Auswirkungen haben kann? Eigentlich nicht. Anabolika haben vor allem einen negativen Langzeiteffekt. Und kann man die Einnahme von Anabolika, sagen wir, in einem ganz normalen Bluttest nachweisen? Nein, das ist absolut unmöglich. Dafür müssen ganz andere Untersuchungen gemacht werden. Welche? Spezielle Hormontests. Das ist ja beruhigend. Und deswegen rufen Sie mich zu sich? Das lernt doch jeder Sportstudent im zweiten Semester. Tut mir leid, mit Studium kann ich nicht dienen. Sonst noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Dann Wiedersehen. Wiedersehen. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Danke. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle unterbrechen wir unser Programm und schalten nun live nach Düsseldorf, wo sich heute Nachmittag eine spektakuläre Geiselnahme zugetragen hat. Reporter Karl-Heinz Heyer vor Ort. Ja, meine Damen und Herren, Folgendes hat sich heute hier in Düsseldorf zugetragen. Ein junger Mann, Anfang 20, hat zwei Personen als Geiseln genommen und sich in einem Wohnhaus hier in der Innenstadt verschanzt. Seine Motive sind noch unklar und die Polizei konnte bisher auch nicht seine Identität ermitteln. Ein Augenzeuge gab jedoch eine recht genaue Beschreibung des Geiselnehmers ab. Der junge Mann sei etwa 1,80 groß, schlank und hätte kurze braune Haare. Bekleidet sei er mit einer Blue Jeans, Pullover und gefütterter Jeansjacke, so die Aussage des Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Oder rufen Sie uns an unter unserer Sondernummer 0221 für Düsseldorf 2411 12 0211 2411 12. Ja, guten Abend, hier ist Brandner. Ist mein Mann noch im Büro? Ich müsste ihn dringend mal sprechen. Ach, er ist nicht da. Nein, zu Hause ist er nicht. Ja, da kann man nichts machen. Vielen Dank, auf Wiederhören. Der liebe, leichte Schwingen trugen mich. Oh, shit. Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren, Shakespeare. Eine Nummer kleiner hätte es auch getan. Oh, sprich noch einmal, holder Engel. Wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort?
Und wie ist es mit dem Studio? Ach, nö. Denkst du auch daran, die Mitgliedskartei und die Kontoauszüge zu überprüfen? Schalt ab. Das ist nicht dein Problem. Ums Studio kümmere ich mich. Ich bin ja schließlich kein kleines Kind mehr, oder? Aber ein großer Junge? Nee. Ich fühle mich nicht ganz unschuldig, dass du hier im Krankenhaus liegst. Wieso? Naja, immerhin hast du dich ja für mich überarbeitet. Der Grund meines Zusammenbruchs ist eine Virusinfektion. Das hat mir der Doktor eben gesagt. Das sollte man eben nicht auf die leichte Schulter nehmen. Du, pass mal auf, ich bin bald wieder topfit. Das wollen wir ja hoffen. Der ganze Stress hat einfach deine Abwehrkräfte auf Null geschaltet. Kann schon sein. Ja, und dass du nicht mehr so viel arbeitest, darauf passe ich jetzt auf. Ich arbeite aber gerne im Fitnessstudio. Mag ja sein, aber nicht mehr so viel. So. Und was ist mit den Kontoauszügen? Das ist ja wohl mein Problem, ne? Naja, ich kann mir schon vorstellen, wie die Buchführung aussieht. Susanne? Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ich will dich nicht verlieren. Wir sind die größte Love Story aller Zeiten. Naja, verführen lasse ich mich schon gerne. Ach, du bist Gero. Ich dachte schon. Nee, das wäre doch nicht nötig gewesen. Na, eigentlich wollte ich nur wissen, ob Julia. Komm, lass es bitte liegen. Ja, ich habe total viel zu tun im Moment. Ist sie denn hier? Nein, versuch's doch mal in Frieden aus. Darf man denn wenigstens wissen, für wen du dich so ins Zeug legst? Kannst du dir das nicht denken? Carla. Ingo. Und ich bin sicher, dass es ein ganz toller Abend wird. Ja, das ist wie die hohe Kunst des Verführens. Ja, die Frage ist nur, wer verführt wen? Na, wenn das mal in Frage steht. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Ja, komm. Den werden wir haben und morgen erfährst du dann auch genauer was. Oh, danke, bin ich interessiert. Und schöne Grüße an Julia. Sie soll bitte nicht auf die Idee kommen, mich heute zu besuchen. Das kann ich nicht brauchen. Ach, Julia. Also, ich habe mich mit Peter ausgesprochen. Mhm, das freut mich. Ja, unser Verhältnis ist jetzt geklärt und solche peinlichen Zwischenfälle wie neulich im Paolo kommen bestimmt nicht mehr vor. Das beruhigt mich sehr. Du weißt, ich halte nicht viel von solchen unkontrollierten Gefühlsausbrüchen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Da sind wohl die Pferde mit mir durchgegangen. Ja, so kann man es auch sehen. Ja, also es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Naja, du hast dich ja nur entschuldigt. Ja, aber Peter, der hat seinen Job bei Paolo verloren. Und woher weißt du das? Von Peter? Nein, Paolo hat mir das erzählt. Peter hätte das nie gesagt. So. Naja. Sag mal, findest du nicht, ich sollte das wieder gut machen vielleicht? Und wie? Indem ich ihm einen neuen Job besorge. An was für einen Job hast du denn da gedacht? Ich dachte, dass du vielleicht einen für ihn hättest. Ja. Ist dir aber klar, dass du dann unter Umständen ihm öfter begegnen musst? Ach, das macht nichts. Nein? Nee, unser Verhältnis ist geklärt und wir wollen wirklich nur Freunde bleiben. Nur Freunde? Naja, wenn das so ist, dann werde ich mal sehen, was ich für ihn tun kann. Meine Damen und Herren, wir schalten nun noch einmal ganz aktuell nach Düsseldorf, wo die Geiselnahme, wie wir soeben erfuhren, eine dramatische Wendung nahm. Ja, guten Abend, hier ist noch einmal Karl-Heinz Heyer. Ich stehe immer noch hier vor dem Haus in der Düsseldorfer Innenstadt, wo sich soeben ein tragischer Zwischenfall ereignete. Der Geiselnehmer wurde auf dem Weg zum Fluchtauto, das er von der Polizei zur Verfügung gestellt bekam, durch einen Scharfschützen erschossen. Seine beiden Geiseln, zwei Frauen, blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei hat den Tatort bereits weiträumig abgesperrt und erste Ermittlungen aufgenommen.
Geklärt ist mittlerweile auch die Identität des jungen Mannes. Er hieß Gerd L. und hatte hier in dem Haus, wo er die Geiseln festhielt, im Einkaufszentrum gearbeitet. Über das Motiv der Geiselnahme tappt die Polizei noch im Dunkeln. Man vermutet allerdings, dass er mit dieser Aktion seine Ex-Freundin zur Rückkehr bewegen wollte. Einen ausführlichen Kommentar hören Sie wie immer nach den Nachrichten in unserer Sondersendung WDR Aktuell. Oh, wo verdammt nochmal bist du die ganze Zeit geblieben? Was ist denn passiert? Herrgott, du bist ja völlig außer dir. Komm, ist ja gut. Beruhige dich, komm. Ich glaube, ich werde langsam aber sicher verrückt. Wiederhören. Hier herein. Entschuldigung, Frau von Anstetten? Ja, was ist denn? Entschuldigen Sie, dass ich hier so hereinplatze, aber Ihre Rezeption war nicht mehr besetzt. Und da dachte ich mir... Ja, was wollen Sie denn? Ach, Sie sind Carla, nicht wahr? Henning hat Sie für die neue Kampagne vorgeschlagen, stimmt's? Ja, genau. Ich freue mich schon so. Und jetzt bin ich hier, um die Fotos zu sehen, die Henning von mir in Auftrag gegeben hat. Er meint, sie wären sehr gut geworden. So, so. Ja, ich habe sie nämlich selber noch nicht gesehen. Worüber freuen Sie sich eigentlich so, wenn ich mal fragen darf? Natürlich darüber, dass Sie mich als Line Clarisse Model engagieren wollen. Will ich das? Wer hat Ihnen denn das erzählt? Henning von Anstetten, der Kreativdirektor der Line Clarisse Sportswear-Kampagne. Mhm. Frau von Anstetten, ich bin vor allem auch hier, um nachzufragen, wann es jetzt losgeht. Kindchen, für Sie geht hier überhaupt nichts los. Ich denke, wir sind uns doch beide darüber im Klaren, dass Ihre Aufnahmen völlig ungenügend sind. Haben Sie etwa wirklich geglaubt, mit diesem Schund hier bei mir landen zu können? Schauen Sie, Carla, so müssen gute Aufnahmen aussehen. Nicht wie Ihre. Ich suche doch kein Model für Reizwäsche, sondern eins, das die klassische Linie meiner Kollektion repräsentiert. Aha. Hatte ich doch recht. Na, warte. Nehmen Sie es nicht so schwer. Tut mir leid, wenn mein Sohn Sie da falsch beraten hat. Falsch beraten? Wenn es nur das wäre. Belogen hat er mich. Kann man nichts machen. Ja, das muss man verkraften können in dem Geschäft. Ich weiß. Vielleicht klappt es ja ein andermal. Meine Dame, darf ich bitten? Vielleicht hier vorn? Worauf trinken wir, wenn ich mal fragen darf?